Herzlich willkommen zurück, Freunde, zu endlich mal wieder einer weiteren Episode von Let's Play Star Wars Galaxy of Heroes Season 1. Wir spielen heute mit unserem großen Account die galaktische Eroberung und wie ihr festgestellt habt, habe ich das Zeitliche noch nicht gesegnet. Stattdessen segne ich uns zeitlich mit diesem Event hier, denn wir haben tatsächlich noch fast 14 Tage Zeit, weil dieser Event im Prinzip erst den Vortag um 20 Uhr begonnen hat und ich bin also rechtzeitig. Ziemlich cool, oder? Und gibt es außerdem wieder regelmäßigen Content. Ich bin sogar endlich wieder einer Gilde mit diesem Account beigetreten. Der aufmerksame Beobachter hat gemerkt, dass ich zwischenzeitlich ein ganzes Weilchen nicht in einer Gilde war. Und das hat einfach den Grund gehabt, ich hätte nie im Leben irgendwie die Anforderungen irgendeiner Gilde erfüllen können. Und die Gilde, in der ich jetzt bin, dazu hat mich der gute Dark Sotnas eingeladen. Ich scroll mal ganz kurz hier durch, ne? Seht ihr hier Dark Sotnas, der gute Joe, den ich von YouTube und den Kommentaren herkenne. Also vielen lieben Dank an dich, lieber Joe. Und er hat mich eingeladen in seine Gilde hier, German Power. Und da will ich mal ganz kurz reingucken. Der Anführer der Gilde, ich scroll mal ganz kurz durch, dann könnt ihr die einfach mal alle sehen. Ich werde jetzt hier auch nicht, nicht jeden einzelnen Namen vorlesen, vorerst mal nicht. Ist der gute Redman hier. Ich hoffe, ich sage das auch richtig, nicht der Radman. Und ja, wir scrollen mal ganz kurz hier durch. Sehr, sehr schön. Die Gilde ist also voll, das ist super klasse. Und mal schauen, wohin das Ganze führt. Die Anforderungen sind nicht so hoch, zumindest an mich persönlich. So, wie ich das momentan verstanden habe. Aber ich kann sie erfüllen. Vor allem jetzt, da ich wieder da bin. Und das heißt, wir springen jetzt also rein hier in die galaktische Eroberung, starten natürlich mit Schwierigkeitsgrad schwer, denn das ist das Mindeste, was hier für uns noch Sinn macht bei unserer aktuellen galaktischen Macht. Und dementsprechend gucken wir jetzt hier rein. Und bevor wir uns die Details anschauen, spielen wir das Intro. Los geht's! Frisch aus dem Hyperraum rein in die Schlacht. Das ist, was mich glücklich macht. So, wir klicken mal ganz kurz hier auf Annehmen, haben dann hier schwer gemacht, also ausgewählt und so, ne? Das ist so, wie sich das gehört. Und wir gucken uns gleich mal die Event-Erfolge an. Es gibt noch ein paar Dinge, die ich gerne ansprechen möchte. Zum einen werde ich jetzt hier zu diesem Event zumindest mal wieder regelmäßige Episoden aufnehmen. Eventuell produziere ich ein bisschen vor, damit der regelmäßige Fluss gewährleistet ist. Das heißt also, ich nehme vielleicht 2, 3 Episoden am Stück auf, wenn die Energie dann ausreicht. Wir gucken einfach mal, wie das Ganze läuft. Und dann werden wir hier wieder voll aufdrehen. Und ich habe ja schon mal in den vorherigen Episoden erwähnt, warum ich so lange weg gewesen bin. Habe ich mal ganz kurz ein bisschen durchsickern lassen. Es gibt auch noch andere Dinge. Ich wurde zum Beispiel auch sehr oft nach Livestreams und so weiter gefragt. Dazu sage ich auch gleich etwas. Aber vorher gucken wir uns mal hier die Erfolge an. Und dann machen wir das Ganze während des Gameplays so ein bisschen. Okay, also ich habe mir jetzt mal diese Event-Erfolge angeschaut, damit ich hier ein bisschen was dazu sagen kann, was Zusammenhang hat. Und wir haben hier zum einen befreit. Gewinne 40 Kämpfe ohne einen Anführer am Anführerslot. Das ist ziemlich easy peasy, das sollten wir ganz gut schaffen. Dröhnende Stimme kriegen wir dafür. Setzt ein Verbündeter im Anführerslot in seiner Runde eine Fähigkeit ein, werden alle anderen Verbündeten als Unterstützung gerufen. Das finde ich mega cool und das wollen wir auf jeden Fall haben. Das bedeutet also, wir werden zuerst einmal 40 Kämpfe gewinnen ohne einen Anführer im Slot, damit danach der Anführer in unserem Anführerslot richtig mächtig werden kann. Und wir sollen dann hier mir nach, ne? Rufen Verbündete mit dröhnende Stimme 60 Mal als Unterstützung und dann bekommen wir diesen Erfolg hier, also ist das hier schon mal ziemlich leicht abgeschlossen. Auch 500 Gegner sollte ziemlich leicht gemacht sein und einen vollen Trupp aus Separatisteneinheiten sollte auch ziemlich easy peasy sein, genauso wie 40 Kämpfe mit einem vollen Trupp aus Sith-Charakteren sollte auch ziemlich einfach sein, weil die Sith und die Separatisten ja ziemlich gut ausgebaut sind hier auf diesem Account. Genauso wie 20 Kämpfe mit C3PO und R2D zum Trupp gewinnen, ist auch relativ einfach, weil wir das mit unseren Rebellen schaffen können, ja. Ich weiß nicht, ob beide gleichzeitig im Team sein müssen oder ob einer von den beiden ausreicht, aber steht ja nicht oder, ne? Oder und oder, da steht ja und, also glaube ich mal, dass beide drin sein müssen. Das können wir mal ganz gut mit den Rebellen schaffen. Das Einzige, was ich wahrscheinlich nicht schaffen kann, ist das hier, denn ich habe hier, ne, Trip und so und BT habe ich nicht, also die habe ich nicht weit ausgebaut, dementsprechend kann ich diese Karte hier nicht bekommen. Extrem übermächtig. Das kennen wir ja schon, ne? Wurde ein Verbündeter mit 10 Buffs belegt, erhält eine Runde lang den Effekt extrem übermächtig, der nicht entfernt, kopiert oder verhindert werden
sein kann. Extra übermächtig setzt diese Einheit in ihrer Runde das nächste Mal eine Fähigkeit ein, fügt sie dem Gegner außen den massiven Schaden zu und die sollen damit eben das Ding hier, also extra übermächtig, ein paar Mal einsetzen. Also diese zwei Dinge werde ich wahrscheinlich nicht machen können, ist aber nicht weiter wild, denn das ist eine gute Karte, ja, die hätte ich eigentlich schon gerne, aber ich kann die Charaktere nicht entsprechend benutzen, also effektiv benutzen, zumindest nicht auf diesem Schwierigkeitsgrad. Und diese 15 Punkte hier, also Währungs-Code-Karten-Dinger, sind jetzt auch nicht so mega wichtig. Also ich glaube mal, wir sollten auch so relativ gut durchkommen, zumal das hier auch eine sehr gute Karte ist, dröhnende Stimme, auf die freue ich mich sehr, die einzusetzen. Und einsetzen werden wir tun hier in Sektor 1, den betreten wir auch gleich mal und schauen uns dann auch hier an, guck mal hier, Admiral Trench kam hinzu, das finde ich super cool, ne, als Separatist. Ich meine, ihr wisst ja, Freunde, mein Herz schlägt in erster Linie für die Separatisten. So gern ich die Erste Ordnung auch mag, die Separatisten sind für mich immer die Nummer 1. Ja, Count Dooku, das ist gar keine Frage. Auch wenn wir einen reinen Erste Ordnung-Account haben, wird es vielleicht irgendwann mal einen reinen Separatisten-Account geben. Ne, wenn das, weiß ja nicht so genau, wenn da irgendwann mal was kommt. Galaktische Legende Count Dooku, Darth Tyrannus. Jedenfalls freue ich mich drüber, ja, dass das Admiral Trench hier ist. Das Problem, was ich damit habe, ist nur, wir brauchen mehr Widerstandscharaktere, wir brauchen mehr Erste Ordnung. Also, ich mecke auf hohem Niveau, ne? Ich hätte gerne mehr Erste Ordnung und Widerstandscharaktere. Die sollen meiner Meinung nach erstmal eine Fraktion richtig fertig machen, bevor sie jetzt wieder Charaktere für eine Fraktion bringen, die eigentlich schon ganz gut dasteht. Ja, die Separatisten stehen ja schon ganz gut da. Andererseits, und das möchte ich ganz kurz noch einmal gesagt haben, und dann gibt's hier voll die Action, andererseits habe ich ja gesagt, den Separatisten fehlt für drei ganze Teams noch mindestens ein Charakter, ja. Beispielsweise haben wir die Druiden, die sind abgehakt, die sind ein gutes Team. Dann haben wir die Geonosianer, die sind auch abgehakt, die sind auch ein gutes Team. Und dann haben wir den Rest, bestehend aus Count Dooku, Asajj Ventress, die auch irgendwie ein bisschen zu den Schwestern der Nacht gehört. Und dann haben wir noch andere Charaktere, die noch irgendwie da drin sind, wie zum Beispiel hier, ne, wisst ihr schon, also all die anderen Separatisten, die halt doch da noch mit reinfallen und Pseudo-Separatisten wie Django und so ein Kram. Aber das ist alles nichts Halbes und nichts Ganzes, wisst ihr? Und es gibt kein richtiges Team für Count Dooku. Und deswegen war für mich klar, okay, da müssen zwangsläufig noch ein paar Separatisten-Charaktere kommen. Müssen, ja, damit man das Team einmal, also damit man wenigstens ein drittes, komplettes, vollständiges Separatistenteam hat, das in sich geschlossen ist, ja. So wie zum Beispiel die Geonosianer und wie beispielsweise die Druiden-Separatisten. Da müssen auf jeden Fall noch ein paar Einheiten kommen und deswegen freue ich mich riesig über Admiral Trench. Aber gut, gucken wir uns erst einmal hier an, was wir auswählen können an Datenkarten. Wir haben verstärkt. Zu Beginn der Schlacht erhalten verbündete Einheiten 200% Verteidigung. Erleidet ein Verbündeter durch einen Gegner Schaden, verliert er 5% dieser Verteidigung und erhält 3% Zugleiste. Wird ein Gegner besiegt, regenerieren alle Verbündeten 50% Verteidigung. Eigentlich finde ich das saucool. Greift der Verbündete außerhalb seiner Runde an, regenerieren alle Verbündeten 4% Gesundheit. Ich will das haben. Ich will verstärkt haben. Ich finde das super, mit viel Verteidigung, mit extra Verteidigung anzufangen und Zugleiste zu erhalten, wenn wir dann Schaden erleiden. Und das ist eine neue Karte, die ich in der Form noch nie benutzt habe. Deswegen nehme ich die jetzt und lege die auch mal an. Alles andere kenne ich ja schon, ne? Und wir können ja auch ruhig mal neue Dinge ausprobieren. Also packen wir das gleich mal hier rein und dann gehen wir mal auf die Erfolge und gucken uns die mal an. Wir haben hier besiege 50 Einheiten mit der Inquisition. Damit kann ich nicht dienen, weil die Inquisition auf meinem Account noch nicht richtig ausgebaut ist. 50 mal Zielerfassung, 40 mal Verteidigungswert erhöhen und 50 mal Lösegeld. Oh, ich muss sagen, Freunde, ich habe mega Bock, wo ich gerade Lösegeld lese, ne? Ich habe mega Bock auf, hier, pass mal auf, ich zeige euch das mal ganz schnell. So, ich bereite was vor. Ich arbeite da an etwas. Ich brüte etwas aus. Ich farme ganz, ganz, ganz klammheimlich Hondo Onaka, weil ich so Bock darauf habe, den zu spielen. Ich habe noch keine Ahnung, wo ich den genau spielen will. Aber ich will den unbedingt ausgebaut haben. Ihr seht, momentan, wenn ich mal hier auf die Cantina-Kämpfe gehe, ich habe so viel nachzuholen, ne? Wenn ich auf die Cantina-Kämpfe gehe, ich habe ziemlich viel von diesem Zeug hier. Da habe ich ziemlich viel angehäuft und ich muss das nicht unbedingt farmen, ja? Ich kann also damit erstmal ruhig ein bisschen pausieren und zwischendurch den guten Hondo ausbauen. Ich finde ziemlich cool, dass der bei den Cantina-Kämpfen zu farmen ist. Und den kann man ja im Prinzip in jedes Team stecken, ja? Das ist der Plug-and-Play-Charakter schlechthin und einer der coolsten überhaupt in der gesamten Star Wars-Saga. Also den muss ich auf jeden Fall, wisst ihr, da geht gar nicht anders. Aber gut. So viel also zum Thema Hondo Onaka.
Vielleicht ist der dann für irgendwelche kommenden Eroberungen bereit. Und außerdem natürlich Obi-Wan, ne? Also an dem arbeiten wir auch noch. Guck mal ganz kurz hier, da haben wir es gleich mit einem ziemlich üblen Team zu tun, mit eiserner Vergeltung und so weiter. Ich will mal gucken. Wir nehmen Rebellen. Pass mal auf, wir nehmen Rebellen und zwar habe ich ja gesagt, ne, so mit, vielleicht nehmen wir Commander Luke Skywalker. Weil die sind immer stark, ne? Ganz egal, wie wir das drehen. Wir machen Luke raus, damit wir keinen Anführer haben und nehmen den wahren Anführer, den wahren Helden der gesamten Star Wars-Reihe, nämlich R2-D2. So, mal gucken, wie ich mich mit dem Team schlage, okay? Luke ist zwar nicht drin, aber vielleicht schaffen wir das auch so. Und wenn nicht, packen wir Luke rein und packen vielleicht irgendwas anderes raus. Aber vielleicht nicht gegen die. Oh Mann, ey, das kann echt was werden. So, okay, versuchen mal ganz kurz hier so ein bisschen so. Wir kriegen ja viele Bonusangriffe, ne? Das kann funktionieren. Die sind auch noch nicht ganz so stark. Machen wir jetzt erstmal hier unsichtbar. Nein, wir machen nicht unsichtbar. Wir machen allen Feuer unterm Hintern, damit die erstmal brennen. Sehr schön. Super klasse. Der geht auch erstmal die Knie hier. Super. Und dann machen wir erstmal alle anderen platt. Wir müssen natürlich zuerst einmal. Fives ist nicht dabei. Doch, Fives ist hier. Sorry. Ich nehme alles zurück. Wir schicken jetzt mal ihn hier vor. Sehr gut. Jubeln mal hier ein bisschen. Wunderbar, dann ist der auch platt. Dann machen wir. Den betäuben wir mal ganz schnell hier. Den würde ich nämlich gerne als nächstes machen, damit die ihren Geschützturm verlieren. Das ist ganz wichtig. Machen wir hier Schaden auf alle. Sehr gut. Nur noch erst dort, der gute Anakin. Und der hat uns leider verwirrt. Das ist ziemlich übel für unsere Rebellen, weil wir nämlich keine Bonusangriffe kriegen. Aber es hat gereicht. Super. Okay, wir haben also hier die Karten bekommen. Und ich würde jetzt gerne mal etwas nachschauen. Übrigens ist es saumäßig heiß hier in meinem Zimmer. Und ich sage euch auch gleich, warum. Ich will mal ganz kurz gucken bei den Erfolgen hier. Wir schließen nichts davon ab erst einmal, aber das ist egal. Ich kann ja dann später irgendwann mal vielleicht da hinten ein bisschen was farmen, von dem Zeug da hinten. Aber ich will erstmal zumindest hier durchkommen. Ihr wisst ja, meine Devise ist es einfach nur möglichst weit zu kommen. Das ist, glaube ich, das Beste für mich erstmal hier am Anfang. Aber gucken wir ganz kurz bei den Erfolgen hier rein. C3P und R2D2 hat natürlich geklappt, ne? Ohne Anführer im Slot hat auch geklappt. 500 Gegner haben wir auch dran gearbeitet. Ihr seht, das meiste davon schließen wir relativ schnell ab. Und wenn wir dröhnende Stimme haben, also wenn, wenn das hier oben abgeschlossen ist, das Ding hier, das Ding hier, dann kriegen wir auch noch das Ding hier abgeschlossen. Das ist also ziemlich gut. Separatistencharaktere und Sith, das ist auch relativ easy. Ja, das kriegen wir ganz gut hin. Okay, jetzt will ich mal ganz kurz gucken, ob ich das Ganze, ob das Ganze auch gilt, wenn ich R2 nicht mitnehme. Sondern wenn ich mit dem Standardteam spiele hier. Wir packen also, wir nehmen mal, Moment, wir gehen mal ganz kurz hier auf Rebellen. So. Rebellen hier, sehr schön, das Ding. Und dann werden wir jetzt, machen wir das mal so. Ob C3PO ausreicht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Manchmal ist die Übersetzung ein wenig seltsam, ja. Das ist nicht immer ganz klar, was damit gemeint ist. Deswegen will ich jetzt mal ganz kurz testen. Ihr wisst das wahrscheinlich schon, aber ich gehe mir hier auf Nummer sicher. So. Okay, jubeln wir erstmal hier ein bisschen, kriegen dafür ein paar Bonusangriffe. Dann greifen wir jetzt hier die Schmiede an, dann ist die erledigt. Sehr schön. Ich würde auch gerne Kendos das nächste, genau, richtig, bevor das passiert, Kendos das nächste Platz. Machen wir denen doch mal hier alle ihre Buffs. Und machen da mal erstmal alle blind hier. So, super. Oh mein Gott, die haben das auch gleich wieder verloren. Machen wir Kendros als nächstes platt. Der ist halt wirklich gefährlich. Sie ist auch gefährlich. Die gute Sabine. Aber Kendros ist nochmal eine ganz andere Art von gefährlich. Weil der halt so viele Bonusangriffe bekommt und dann so viel Schaden über Zeit macht und so ein Kram. Machen wir ganz kurz hier Schaden auf alle. Sehr schön, sind ja auch alle gleich erledigt. Super, also wir sollten ihn hier auf jeden Fall immer nutzen. Okay, gucken wir doch mal ganz kurz nach. Nur auf Nummer sicher zu gehen. Ich glaube aber, es müssen beide drin sein, weil er unter steht. Aber wie gesagt, das ist nicht immer ganz klar. Ja, okay. Also 20 Kämpfe mit den beiden im Trupp. Das werden wir in dieser Episode nicht abschließen können. Aber zumindest können wir gut dran arbeiten. Gucken wir ganz kurz hier rein, was wir hier haben. Unersättlich. Vitalität. Kritische Form. Unersättlich ist eigentlich nicht so schlecht. Aber was haben wir denn hier unten? Wird mit einem Buff belegt, regeneriert er 3% Schutz, das ist gut. Verbündete erhalten 40%. Erhalten Effektivität in Höhe. Ich glaube, das ist am besten Schutzregeneration. Wird ein Verbündeter mit einem Buff belegt, regeneriert er außerdem 3% Schutz. Schutzregeneration ist generell immer gut. Sowas wie Gesundheitsentzug und Verteidigungsdurchdringung ist auch nicht schlecht. Ja, ist eine blaue Karte, kostet nur 1. Wegen der Verteidigungsdurchdringung und dem Gesundheitsentzug ist das nicht schlecht. Aber momentan glaube ich fast, dass. Obwohl Vitalität könnte auch nicht schlecht passen. Weil wir erhöhte Verteidigung haben und so ein Kram. Gehen wir ein bisschen defensiver an die Sache ran. Maximalgesundheit, Maximalschutz.
Ich gehe trotzdem den oberen Weg. Aber die Schutzregeneration ist auch immer ziemlich gut generell, weil wir ziemlich viele Buffs erhalten und so ein Kram. Aber gut, machen wir das mal so, packen jetzt nochmal ihn hier raus, den guten Luke, und nehmen dafür R2 mit. Ist witzig, ne, dass wir ausgerechnet Luke rausmachen, weil er ja eigentlich der Anführer ist. Aber ich habe das Gefühl, Han Solo mit beiden Chewies und C-3PO und Chewie und 3PO und so ein Kram, ne, das ist alles irgendwie insgesamt besser. Okay, so, greifen wir also jetzt mal hier ihn an. Sehr schön, der ist fast erledigt. Wir machen jetzt mal allen hier Feuer im Hintern. Sehr schön. Wir wollen natürlich Brut Alpha zuerst killen. Wir müssen aber erst einmal an dem Tank vorbei. Und ihr seht, die erhöhte Verteidigung ist ziemlich praktisch, ja. Weil wir am Anfang ziemlich viel einstecken, auch die ganze Zugleiste bekommen und so ein Kram. Wir müssen jetzt erstmal den Tank hier killen. Sehr gut, jetzt können wir Brut Alpha angreifen. Schickt mal wieder hier an Solo vor. Das ist jetzt unser wahrer Held, ja. Der steht hier Solo. Okay, machen wir jetzt mal hier Schaden auf alle. Sehr schön. So, und dann hier nochmal Schaden auf alle. Sind die auch gleich erledigt. Sehr gut. Müssen wir nicht lang fackeln, ne? Super. Ja, genau. Und was ich sagen wollte, ist es momentan saumäßig heiß in meinem Apartment hier. Wir haben aktuell, Moment. Ich habe 28, ich habe fast 29 Grad hier drin. Und das hat folgenden Hintergrund. Es gab in dem Haus, in dem ich wohne, gab es einen Wasserschaden. Und es sind mehrere Apartments hier betroffen. Ja, ihr wisst ja, ich bin ja in so einem Einzimmer-Apartment. Küche und Bad sind getrennt natürlich, ne? Also vor allem Küche ist getrennt, auch was gut ist. Aber es ist quasi ein Wohnzimmer, in dem ich halt auch schlafe und so, ne? Und es gab quasi einen Wasserschaden, der im Prinzip Bad und Küche und so betrifft. Und weil das Wohnzimmer am Bad angrenzt, ist diese Wand auch betroffen und dementsprechend habe ich praktisch Geräte hier in meiner Wohnung stehen, die trocknen das Bad, die Küche und die Wand im Wohnzimmer vom Wohnzimmer aus, ja, also von allen Seiten. Und dementsprechend, momentan habe ich das Gerät hier aus, ja, also ihr hört es momentan nicht, das ist aber saumäßig laut und weil das ist saumäßig laut und die generieren einen Haufen Hitze und trockene Luft. Ja, also die saugen buchstäblich, die generieren Hitze wie eine Heizung, die saugen die Feuchtigkeit aus dem Boden, aus den Wänden heraus, die machen sau viel Krach und durch diese Wärme und diese Saugfähigkeit, die filtern praktisch die Feuchtigkeit aus der Luft, aus den Wänden, ne? Die generieren Wärme, die Luftfeuchtigkeit wird freigegeben und das saugen die dann ein, das wird in einem Tank gespeichert und die kippt man dann einfach weg, halt das Wasser. Und wer schon mal Wasserschaden hatte, der wird wissen, wovon ich rede. Jedenfalls will ich das, ich muss es jetzt auch nicht großartig im Detail erläutern. Wichtig ist halt, das sind drei Geräte, die machen einen Haufen Krach und die generieren einen Haufen trockene Luft und Hitze. Und ich habe momentan, wenn ich jetzt einen Livestream mache beispielsweise, müsste ich ja mehr oder weniger, ich muss mehr oder weniger, für ein Weilchen alle Geräte ausmachen, ja, weil ein Livestream, den wollen wir in der Regel ein paar, Livestream wollen wir in der Regel für ein paar Stunden laufen lassen, ne? Also nicht nur irgendwie ein paar Minuten. Und wenn ich jetzt also praktisch hier so einen Livestream mache, ich würde gerne den angreifen. Mach mal ganz kurz das hier, so, super. Sehr gut. Wenn ich jetzt einen Livestream mache, der dann halt mindestens, also ich will ja, dass ein Livestream mindestens 2 Stunden geht, muss ich halt 2 Stunden die Geräte auslassen, dann ist es erstens mal trotzdem noch saumäßig heiß hier und trockene Luft und die Geräte sollten natürlich im Idealfall sehr lange laufen. Also sie sollten im Idealfall, sollten die halt den ganzen Tag laufen, Tag und Nacht und das 1 bis 2 Wochen. Und ich habe erst angefangen damit, also es läuft es seit ein paar Tagen. Dementsprechend habe ich da noch ein bisschen was vor mir und wenn das erledigt ist, also wenn hier mehr oder weniger die Geräte weg sind und die Wände und der Boden, alles ist repariert und so weiter und der ganze Schaden ist behoben, dann werden wir auf jeden Fall Livestreams machen und ich werde Livestreams anfangen mit Episoden zur galaktischen Eroberung. Also wahrscheinlich nicht diese galaktische Eroberung, weil das gerade, der ganze Käse wird wahrscheinlich vorbei sein, wenn die galaktische Eroberung vorbei ist, also circa 2 Wochen. Danach wird ja wieder eine große Arena-Meisterschaft kommen, die möchte ich erst einmal nicht livestreamen, ganz einfach aus dem Grund, weil wenn ich den ersten Livestream wieder mache, nach einer gewissen Zeit, werden wir saumäßig viel zu reden haben. Du und ich, wisst ihr, wir müssen viel kommunizieren, müssen viel nachholen und dementsprechend werde ich wahrscheinlich nicht während der galaktischen Livestream, sondern während der galaktischen Eroberung, weil da ist es im Prinzip egal, ob wir viel quatschen oder nicht, ne? So, also nicht während der großen Arena-Meisterschaft, sondern während der galaktischen Eroberung. Und ich glaube, ich nehme unersättlich, weil es nur 1 kostet, gibt es Gesundheitsentzug und Verteidigungsdurchdringung. Ich glaube, das ist ziemlich gut, deswegen nehmen wir das jetzt mal ganz kurz für ein bisschen mehr Schaden. So, sehr gut.
Genau, das ist der Hintergrund. Also ich mache jetzt im Prinzip eher kurze Folgen, weil es ist halt, wie gesagt, heißes, trockene Luft und die Geräte immer im Prinzip den ganzen Tag laufen müssen. Und das ist das Beste, was ich momentan machen kann. Dementsprechend mache ich wieder erst einmal so circa, ja, wie immer halt so 30 Minuten Folgen oder sowas, ne? Und dann werden wir halt, wenn der ganze Käse vorbei ist mit dem Wasserschaden und die Luft ist besser und so, und dann machen wir auch ordentlich Livestreams und beginnen mit einer galaktischen Eroberung, weil wir einfach viel mehr Brain AFK zocken können hier und dann einfach quatschen können und so ein Kram, ne? Ich glaube, das macht im Prinzip am meisten Sinn. So, ja, also, ne, hier, Abenteuer Wasserschaden. Ich kann nichts dafür, das ist ein Schaden, der ist irgendwie entstanden im gesamten, also in mehreren Apartments, die betroffen sind, ja. Da gab es dann irgendwie, weiß nicht, irgendwie bei den Duschen und so waren Dichtungen undicht, und wenn man dann geduscht hat, kam dann halt, hat sich dann irgendwie Wasser verteilt und so Kram, also ist irgendwie ganz seltsam. Und jedenfalls kam das dann raus nach einer gewissen Zeit, was ganz gut ist. Und dementsprechend wird das jetzt also behoben, was auch ganz gut ist. Aber das dauert jetzt halt eben ein bisschen und ist halt auch ein bisschen nervig, weil halt diese Geräte da laufen. Aber es kann ja nur noch besser werden. Und ja, auch etwas, was ein bisschen nervig war. Also ich habe einige Dinge gehabt, mit denen ich mich ein bisschen herumschlagen musste in letzter Zeit. Aber es läuft. Okay, wir gucken mal ganz kurz hier rein. So. Ich habe natürlich auch, ich glaube, ich habe es letztes Mal schon mal erwähnt, ich habe natürlich auch ein paar ganz viele Marvel-Filme und Serien nachgeholt und auch Star-Wars-Filme und Serien und so ein Kram. Unter anderem habe ich die Serie Andor geschaut. Und ich muss sagen, ich bin total begeistert. Ich war ja, als ich den Film Rogue One gesehen habe, war Andor für mich halt einfach nur ein Charakter. Ja, der war halt cool. Aber ich hatte jetzt keinen besonderen Bezug zu Andor irgendwie, weil der halt einfach der wurde halt einfach nur vorgestellt in diesem Film. Ja, da war er zum ersten Mal neu da. Aber ich war jetzt nicht wirklich ein Fan oder so von Andor. Aber ich muss sagen, jetzt, da ich die Serie gesehen habe, bin ich tatsächlich bekennender Andor-Fan. Und zwar, was mir besonders gut gefällt an der Serie ist, dass die wirklich so, die hat ähnlich wie in der Serie Obi-Wan, ja, obwohl ja Obi-Wan, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, Superkräfte hat durch die Macht, kann er die ja nicht einfach spammen. Ja, also er kann nicht einfach seine Machtfähigkeiten überall einsetzen, mit seinem Lichtschwert schwingen und so ein Kram, ne, sondern es hat sowas menschliches Verwundbares, wisst ihr, so, es ist ständig spannend. Man weiß zwar, dass Obi-Wan nicht stirbt, aber trotzdem ist es super spannend zu sehen, welche Abenteuer er erlebt, ja, und wie er sich bei dem Ganzen durchschlägt. Und man weiß natürlich, dass Andor nicht in der Serie stirbt, weil man kennt ja den Film Rogue One, ne. Achtung, Spoiler. ich finde es trotzdem sehr, sehr spannend, auf welche Art und Weise der gute Andor zu dem geworden ist, der ist. Weil ich glaube jetzt nicht, dass es wirklich ein Spoiler ist, wenn ich das so sage, aber Andor war ja nicht immer ein Fan der Rebellion. Ja, also er wollte ja sich ursprünglich gar nicht mal der Rebellion anschließen. Er wollte mit dem ganzen Käse nichts zu tun haben. Er wollte einfach nur in Ruhe sein Leben leben. Und das finde ich ziemlich cool, das finde ich ziemlich nachvollziehbar, ja, weil er einfach nur erst einmal seine Ruhe haben wollte, sein eigenes Leben leben wollte und so weiter, und dann mehr oder weniger nach, ach du Heiliges, hört doch gar nicht mehr auf. Okay, also ihr seht, wir kommen mit dem Team aktuell nicht, ich gehe mal ganz kurz auf Aufgeben, wir kommen mit dem Team aktuell nicht weiter, wird also Zeit, ein anderes Team zu wählen. Wir sind also zumindest hier bei dem Kampf, kommen wir jetzt erst einmal nicht weiter, weil die so viele Bonusangriffe kriegen. Vielleicht, wenn ich einen anderen Charakter, ich versuch's noch einmal, indem ich vielleicht einen anderen Charakter angreife. Wenn das nicht funktioniert, lassen wir es erst einmal hier. Und zwar würde ich gerne vielleicht Bistan ausschalten. Aber ich glaube, die bekommen einfach zu viele Bonusangriffe und zu viel Zugleiste hier, ganz egal, was wir machen. Es kommt doch immer ein bisschen darauf an, wen die angreifen, wen die fokussieren und so ein Kram. Aber ihr seht, die Bonuszugleisten, die bekommen, und die Bonusangriffe sind halt schon echt übel. Jetzt komme ich wieder zum Zug. Okay, super. Ich muss den Tank angreifen. Wir jubeln jetzt nochmal hier ein bisschen. So, machen dann uns mal, nicht uns, wir machen auf alle Feuer. Sehr gut. Dann machen wir das hier und schicken Han Solo vor. Der ist fast erledigt hier, okay. Ah, die kriegen noch ihre Bonusangriffe. Jetzt machen wir Schaden auf alle. Wir konnten den Tank einmal killen zumindest. Okay, super. Ich würde jetzt gerne hier den guten Chirrut angreifen, aber ich komme vielleicht nicht dazu. Oder kann ich ihn betäuben? Nope, leider nicht, okay. Versuchen wir es nochmal hier mit so einem Angriff. Sehr gut, der ist down, sehr schön. Die Zugleiste und die erhöhte Verteidigung helfen uns wirklich sehr, aber ihr seht, das ist schon ziemlich schwierig, damit klarzukommen. Ich muss alle angreifen hier. Wir haben uns auch wieder geheilt, da kommt der Gesundheitsentzug mit rein, den wir vorhin bekommen haben, ne? Dann machen wir das hier.
Nein, wir machen das nicht. Wir greifen am besten normal an. Ich will nämlich nicht, dass er R2 fokussiert wird. Der stirbt sonst. Ich will keinen Charakter verlieren. Oh Mann, das ist echt übel. Greifen wir jetzt nochmal Bistan hier an. So. Sehr schön, der ist down. Jetzt greifen wir Pau an hier. Okay, machen mal das da. Nehmen ihre Buffs, machen die Gegner blind, so gut wie es nur geht. Das ist hilfreich, wenn die blind sind. Aber sie kann wiederbeleben. Oh Mann, und der Tank tankt auch, provoziert. Greifen wir nochmal hier an, sehr schön. Das ist ein ziemlich harter Kampf, ne? Das hätte ich gar nicht erwartet. Versuchen wir das nochmal hier so, den zu betäuben. Sehr gut. Konnten wir auch seine Buffs nehmen. Allerdings werden alle unsere Charaktere... schade. Okay, gut. Wir gehen raus, wir lassen das hier, es funktioniert nicht, du bekommst so viele Bonusangriffe, wir machen das anders. Ja, genau. Auf jeden Fall, Andor, mir hat die Serie sehr, 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 sehr gut gefallen. Ich freue mich mega auf die zweite Staffel, ich will die unbedingt sehen. Und hatte riesen Spaß, die zu schauen. Wirklich riesen, riesen Spaß, die zu schauen. Wir nehmen Separatisten. So. Vollen Trupp aus Separatisteneinheit, mach erst mit denen weiter. Und auch einfach der Fakt, einfach, dass Andor mit der Rebellion, also Andor ist nicht, wie soll ich sagen, Andor ist nicht so ich tue einfach das Richtige, weil es das Richtige ist zu tun, so, ne, ich bin halt gut, um gut zu sein. So, wisst ihr, also jemand, der gut ist, um gut zu sein, ist genauso langweilig, wie jemand, der böse ist, um böse zu sein, wisst ihr? So, also es ist halt einfach cringe, wie man ja so schön sagt. Und Andor ist definitiv nicht so, ja, also Andor will einfach komplett nachvollziehbar erstmal nur seine Ruhe haben, sein Leben, untertauchen, mit dem ganzen Käse nichts zu tun haben, man kriegt ein bisschen raus, wo Andor eigentlich herkommt und so weiter, was er so für ein Mensch ist, und das finde ich ziemlich cool. Hat mir sehr, 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 sehr viel Spaß gemacht zu schauen. Und auch der Fakt, dass er nicht einfach, sag ich mal, Rambo-mäßig reinrennt und alles niedermacht. So Mandalorian-mäßig, in Anführungszeichen. Also ich will ja den Mandalorianer nicht kritisieren. Ja, ist ja wie gesagt auch für mich eine der besten Serien überhaupt. Star Wars-Serien sowieso. Also eine sehr, sehr tolle Serie. Ich feiere den Mandalorian absolut. Aber man muss dazu sagen, Mandalorian... Ich persönlich fand jetzt Boba Fett und Mandalorian nicht sonderlich spannend in der Hinsicht, dass ich mir nie Sorgen gemacht habe irgendwie, wisst ihr? Also ich fand Mandalorian und Boba Fett mitreißend, absolut mitreißend und super, super cool, aber nie irgendwie, also ich fand das spannend und super cool, mitreißend auf eine Art Superhelden-Level. Wisst ihr, was ich meine? So nach dem Motto, ja, er ist ein Superheld, er hat Superkräfte, er wird eh nicht so einfach sterben. Wisst ihr, was ich meine? Also der hat die Situation voll und ganz im Griff. Da muss ich mir keine Sorgen machen. So in dem Stil, ja? Aber bei Andor zum Beispiel war das so, ich habe richtig mitgefiebert bei den Situationen. Ich kann doch niemanden wirklich großartig heilen, die haben alle Heilungsresistenz. Aber bei Andor habe ich richtig mitgefiebert bei den Situationen, in der er war. Und auch mit... Ah, Mann, das funktioniert nicht. Ich komm mit denen nicht großartig weiter. Ich nehme jetzt Sith. Die Sith müssen wieder regeln. So, die sind halt echt schon heftig hier. Frage ist nur, was für Sith? Wir könnten mit dem Sith-Imperium reingehen, hier. Und lassen einfach HK-47 weg. Der Rest sind der Sith, ne? Pass mal auf. Wir lassen HK-47 weg. So. Geh mal hier auf Sith und schau mal, wie wir mitnehmen. Ich würde fast sagen Darth Vader. Aber wir nehmen einfach Count Dooku mit, weil er der coolste Sith ist. Okay, ich denke, ihr versteht, was ich meine, oder? Also, Mandalorian ist für mich niemand gewesen, um den ich mir auch nur ansatzweise irgendwie Sorgen gemacht habe. Und auch das Team um ihn herum nicht, weil ich immer der Meinung war, okay, der kommt sowieso irgendwie klar. Aber beispielsweise Andor, da weiß man zwar auch, dass Andor nicht stirbt, aber ihn und die Charaktere um ihn herum... die fand ich schon ziemlich cool und nachvollziehbar und die habe ich irgendwie, habe ich mir Sorgen um die gemacht und das finde ich ziemlich gut. Also wenn es eine, also ich persönlich finde, wenn es eine Serie oder einen Film schafft, dass man sich um die Charaktere sorgt, dann finde ich das schon mal ziemlich cool. Also finde ich das schon mal ein guter Effekt. Und so ähnlich war das für mich mit Andor halt. Ne? Also ich fand das toll. Ich habe mich wirklich um die Charaktere gekümmert, die dort zu sehen waren. Und hab mittlerweile auch Andor ins Herz geschlossen. Sehr, sehr toller Charakter. Ich hoffe, dass die den Andor aus der Serie hier ins Spiel bringen. Also es gibt ja den von Rogue One, aber ich hätte gern den aus der Serie. Und auch die anderen Charaktere auch, ne? Wie Andor dann quasi in die Rebellion reingeraten ist. Ja, der war ja mehr oder weniger erst, wurde ja mehr oder weniger als, vielleicht als Feind der Rebellion angesehen, ne? Wisst ihr? Sowas in der Richtung. Fand ich spannend, wie das,
wie sich das alles entwickelt hat. Auch die anderen Charaktere drumherum, die man da sieht. Mon Mothma beispielsweise und so, ne? Also, schön. Okay, wir wollen den Distanztruppler zuerst loswerden, eigentlich. Weil der Distanztruppler sorgt dafür, dass die alle Bonusangriffe bekommen. Aber Piet bekommt Zugleiste, wenn andere Truppler angegriffen werden. Und deswegen wollen wir Piet zuerst killen. Sehr schön. Zumindest so oft wie nötig. So können wir ihn vielleicht hier einmal schocken. Sehr schön. Schmeißen nochmal Stöckchen, dann ist er wieder down. Nur noch ein paar Mal. Wir greifen jetzt mal hier den da an, machen dann Schaden auf alle. Super, dann ist Piet auch down. Der ist totgeweiht, den können wir auch direkt angreifen. Dann machen wir den Distanztruppler platt hier. So, der Rest hat eh nichts mehr zu melden von denen. Zack und zack. Übrigens kämpfe ich mit Anführer im Trupp. Ich bin auch wirklich, also, seht ihr, ich, ja. Wir tauschen gleich mal hier Plätze. Wir machen Malak zum Anführer. Das, was er gerne gehabt hätte, ne? Der Anführer von denen zu sein. Ihr habt wahrscheinlich schon die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Kara, quatsch nicht so viel. Konzentrier dich lieber. So, kann ich hier irgendwas? Mittleres Stimpack, das kaufe ich mir. Sehr schön. Dann gehen wir hier rein, gucken mal ganz kurz. Wir haben es mit Druiden zu tun. Gewinne mit T3M4 am Leben. Gewinne ohne Unterstützungseinheiten deinem Trupp. Okay. Das lässt sich grundsätzlich machen. Pass mal auf, wir gehen mal ganz kurz hier rein. Und, Unterstützung. Ich will mal ganz kurz gucken, ist hier... er ist Angreifer, sie ist Unterstützer. Okay. Wir lassen Bastila weg. Nein, Mist. Oh, ich halt gedrückt. Ich bin das so gewohnt, gedrückt zu halten. Ich habe viel Marvel Snap gezockt. Und bei Marvel Snap muss man gedrückt halten, um die Karten auszutauschen. Hier muss man bloß anklicken. Das ist also umgedreht, ne? Anklicken und gedrückt halten. Wir packen Malak als Anführer rein. Nehmen dann aber auch hier den guten Imperator Sith ewig mit. Ich glaube, ja, komm, den nehmen wir mit. Moment, der ist kein Unterstützer, ne? Der ist Angreifer. Okay, sehr gut. Ich persönlich sehe ihn mehr als Unterstützer, aber der ist tatsächlich ein Angreifer. Und dann natürlich Revan, ne? Also wir nehmen dieses Team hier. So. Vielleicht sollte ich auch lieber Vader mitnehmen, das wäre wahrscheinlich besser. Also Vader statt Dooku wäre wahrscheinlich besser. Aber es geht ja auch um Fun. Was ist denn das hier? Das ist ja aber nicht sauber hier, der Effekt. Achso, das ist von ihm. Ah, das sind seine Kabel. Okay. Na gut. Wir wollen uns mit ihm verbinden, damit er nicht in der Lage ist, uns irgendwie kritisch zu treffen. Und vielleicht... mit ihr hier auch. Super. Okay, wir sind tausendfach Zieler fast. Das hört gar nicht mehr auf. Dann springen wir. Wir machen erst einmal Blitz auf alle. Super. So, und dann machen wir das hier. Sehr schön. Wir wollen BBA zuerst loswerden. BBR zu Ace loswerden. Hier, ne? Die Zielerfassung hört gar nicht mehr auf. Okay, schmeißen mal hier ganz kurz auf ihn. Superklasse. Dann greifen wir noch einmal an. So, er ist geschockt. Zielerfassung ist immer noch aktiv. Vielleicht wollen wir auch sie hier zuerst loswerden. Es, ihn, wie auch immer. Greifen wir noch BB8 an. Saugen mal am BB-8 hier. Konnten die nicht killen, aber jetzt vielleicht mit einem Schock. Oder damit. Sehr schön. Okay, dann springen wir hier auf ihn drauf. So, super. Und machen mal, die haben alle Furcht, ne? Bis auf die beiden. Wir greifen jetzt mal ihn hier an. Sehr schön. Jetzt einfach mal ihn, weil es der Druide ist. So. Okay, Dooku bitte. Super klasse. Zum Glück macht Dooku so viel Schaden. Verbind uns nochmal hier. Verbind uns nochmal da. Und dann greifen wir jetzt hier an. Sehr schön. Unterstützer ist ziemlich gut, ne? Das klappt ganz gut für uns hier. Wir machen jetzt... Wir schicken jetzt mal alle hier vor auf R2. Sehr gut, dann machen wir den hier platt. Um T3M4 mache ich mir ehrlich gesagt am wenigsten Sorgen. Okay. Superklasse. Dann greifen wir doch mal hier an. Mit T3M4. Das können wir eigentlich mit dem Revan-Team machen, wenn wir da T3M4 mitnehmen. Weil der alte Republik ist. Das könnte funktionieren. Schocken wir ihn mal kurz und schicken mal alle hier vor. Sehr gut. Also Wasserschaden, Serie Endor geschaut, mega gefeiert, mega cool. Dann, ich gehe nicht nochmal hier rein. Ich mache das mit T3M4 nicht, oder? Komm, weil es ein Boss ist, machen wir das. Komm, wir schließen mit dem Boss. Aber ich muss auch wieder aufladen. Eigentlich ist das, komm, wir laden auf. Eigentlich wäre das jetzt nicht so klug, das hier aufzuladen, aber ich mache das mal ganz schnell. Hab ja schon weite keine Episoden mehr rausgebracht. Wir gehen jetzt mal hier auf
Pub-Auswahl. Wir können auch im Prinzip das gleiche Team wieder nehmen. Oder wir gehen hier auf das Revan-Team. So, das hier. Ich weiß noch nicht, ob die das schaffen. Und nehmen wir hier T3 M4 mit. Das Problem ist halt, bei mir ist T3 M4 nicht wirklich ausgebaut, ne? Der ist ziemlich low. Und ich werde wahrscheinlich kaum beschützen können. Versuchen wir es mal mit denen. Ich hab einfach immer wieder Bock, Revan einzusetzen. Ich weiß, der ist Anführer. Das funktioniert nicht für die Anführer-Dinger. Aber das ist ja eh ein allgemeiner Event. Also das geht ja für alle Sektoren. Und dementsprechend müssen wir uns darüber keine Sorgen machen. Und T3M4 ist draufgegangen. Ich glaube, der muss überleben, ne? Ich geh nochmal raus hier. Guck mal ganz schnell rein. Der muss überleben. Das wird schwierig, den überleben zu lassen. Ich lasse das mal weg. Wir machen erstmal weiter. Wenn ich merke, dass mir irgendwo am Ende irgendwelche Währungen fehlen oder Punkte fehlen oder so, dann werde ich nochmal Gas geben hier. Aber ansonsten lasse ich das einfach mal. Wir gucken mal rein, ob wir oben, Mitte oder unten rumgehen. Explosiver Beschleuniger finde ich gut. Aber ich hätte das gerne mit den... Ich hätte gerne thermale Zermürbung mit explosiver Beschleuniger. Gnadenlose Schnelligkeit ist auch gut. Blindsicht. Greift der Verbündete außerhalb seiner Runde an, belegt den anvisierten Gegner zwei Runden lang mit Entblößen, dem nicht ausgewichen werden kann. Das ist saugut. Das ist das Beste hier von allen. Weil, da ist nichts Ordentliches dabei, was wir gebrauchen können. Effektiv. Guck mal, das ist frech, oder? Zweimal das Gleiche. Also ich finde, Capital Games sollten das zumindest so machen, dass nicht zweimal die gleiche Datenkarte in einem Knoten auftauchen kann. Ja, in anderen Knoten, okay. Wenn jetzt Effektivitätskalibrierung in den anderen Knoten drin wäre, schön. Aber hier, guck mal, das ist schon frech. Das ist überhaupt nicht zu gebrauchen. Hier ist es auch wieder drin. Dreimal Effektivitätskalibrierung insgesamt, ne? Stärke brauchen wir nicht. Explosiver Beschleuniger ist zwar witzig, aber das ist nur dann gut mit thermischer Zermürbung. Gnadenlose Schnelligkeit, da ist das Grün natürlich besser als das Graue, weil es bessere Werte gibt. Finde ich gut, aber ich finde das mit dem Entblößen super. Greift den Verbündeten außerhalb seiner Runde an, belegt den anwesenden Gegner zwei Runden lang mit Entblößen, nämlich ausgewichen. Das will ich auf jeden Fall haben, also gehen wir unten rum hier. So, und nehmen nochmal unsere Separatisten-Druiden. Machen wir ganz kurz ein bisschen weiter hier. Da ist zwar auch kein Anführer, also wir spielen zwar mit Anführer, wenn wir dieses Team wählen, aber das ist halb so wild. Wir gucken uns gleich mal an, wie wir dastehen. Wichtig ist, dass es ein voller Trupp aus Separatisten ist. Okay. Welchen Schaden haben die ohne Ende? Das ist gefährlich für unseren B1-Druiden. Wir können ja aber ihre Buffs nehmen hier, deswegen passt es gut mit den Separatisten. Machen wir doch mal ganz kurz hier Flächenschaden auf alle, sehr schön. Wir können den leider nicht heilen. Wir heilen die wir heilen können. B2-Druide beispielsweise hier, superklasse. Und eigentlich wollen wir diese beiden hier zuerst loswerden. Die sind saumäßig gefährlich. Versuchen wir das mal. Schickt mal Grievous vor, so, damit er den Zugleiste nimmt. Machen das hier. Ich kann den immer noch nicht heilen, weil der leider wegen Ray diese Heilungsresistenz hat. Aber der ist erledigt. Superklasse. Machen wir den ja auch noch Platz. Sehr schön. Jetzt kümmern wir uns hier um Ray. Müssen aber erst einmal die anderen Charaktere angreifen. Ich kann den immer noch nicht heilen, solange das hier anhält. Diese Heilungsresistenz hier. Können wir sie betäuben, die gute Evelyn Holder? Das ist gut. Können wir sie killen, die gute Evelyn Holder? Das ist besser. Nein, halte doch ein bisschen durch, bitte. Er hält gerade so durch. Ich hoffe mal, die greifen die jetzt nicht wieder an. Ich meine, der provoziert, ne? Nein, bitte! Oh, schade. Er ist draufgegangen, okay. Also, wir kriegen keine drei Sterne hier. Haben zwar jetzt einen Sieg mit Separatisten-Druiden, was ganz gut ist bei einem Volltrupp aus Separatisten-Druiden, aber leider keine vollen Sterne. Ich glaube, wir müssen das echt mit den Sith regeln erst einmal. Das Wichtigste ist, wir haben jetzt erst einmal diese Karte hier unten, Blindsicht. So, die nehmen wir jetzt. Sehr schön, legen die auch direkt mal an. Und dann gehen wir noch einmal da rein und gucken mal, was die Karte ausmacht für die Separatisten-Druiden. Denn die greifen ja oft außerhalb der Runde an, ne? Haben jetzt also 10% weniger Kraft. Aber dafür haben wir jetzt eine viel, viel, viel bessere Karte, die uns hier gute Dienste leisten sollte. So, seht ihr, entblößt, ne? Weil wir außerhalb der Runde angreifen. Auch wenn die hier ziemlich viele Bonuszugleiste bekommen gerade, ziemlich viele Bonusangriffe bekommen gerade und der hier schnell drauf geht, versuchen wir es mal so. Ah, die sind zu langsam mittlerweile. Jubeln wir mal hier ein bisschen. Okay, machen das hier. Ich kann den nicht heilen, ne? Das ist halt das Üble.
wenn ich die wenigstens heilen könnte. Ray ist halt saugut gegen die Separatisten-Druiden im Moment. Also wir werden uns gut schlagen gegen die, allerdings ist ausgerechnet Ray halt richtig gut gegen den, weil die halt diese Heilungsresistenz machen kann, die nicht entfernt oder verhindert werden kann. Gehen wir auf Truppauswahl und wählen dann hier so etwas wie das hier. Und wir machen den wieder raus und nehmen dafür wieder den wahren Anführer mit, nämlich R2. Und die sollten jetzt hier richtig, richtig abgehen. Wir machen zuerst Ray platt, betäuben sie zumindest, damit sie keine Heilungsresistenz machen kann. Und der Rest ist dann ein Kinderspiel. So viel zum Thema betäuben. Okay, machen dann mal das hier, feuert im Hintern auf alle. Müssen jetzt erst nochmal an Emil und Holdo vorbei. So. Boah, die kriegen aber auch viel Angriff. Die machen ordentlich Schaden. Wir müssen bedenken, die haben ja auch erhöhte Verteidigung und so ein Kram, ne? Guck mal. Krass. Aber wir sind auch nur bei 40%. Trotzdem, ziemlich übel. Ich hätte gedacht, wir kommen da leichter durch mit unseren neuen Karten. Allzu viel macht das dann doch nicht aus, wenn die Gegner halt schneller sind, ne? Das heißt, am Ende müssen es die Sith regeln. Normalerweise ist das hier überhaupt nicht wert, so oft da reinzugehen in diesen Kampf. Aber ich mache das einfach mal. Wir tauschen mal ganz kurz wieder mit denen Plätze. Also packen hier Malak rein und packen dann ihn hier rein. So, und wir lassen ihn hier weg und nehmen dafür wir könnten Doku mitnehmen wieder oder andere Sith, die wir sonst kaum benutzen. Maul zum Beispiel benutzen wir eigentlich kaum. Ich gehe mal ganz kurz hier auf Sith. So. Mal gucken. Irgendwelche von den Deni vielleicht, oder? Weiterer Tank. Muss eigentlich nicht unbedingt sein. Wir benutzen auch Nihilus ziemlich selten. Wir nehmen Darth Maul mit. Den nehmen wir auch viel zu selten. Wir brauchen keinen weiteren Tank. Wir haben Malak, der reicht. Okay, ich hoffe, er reicht. Provoziert jetzt. Er hat heilungsresistent, ne? Das ist das Gefährliche. Wir greifen jetzt sie hier an. Superklasse. Müssen jetzt leider erst einmal hier Holdo angreifen. So, machen mal Blitze auf alle. Sehr gut. Dann machen wir Furcht auf alle. Wunderbar. Damit die erstmal ihre Runden überspringen und so ein Kram. Dann machen wir das hier, um die zu verwirren. Wenn die verwirrt sind, kriegen die nämlich keine Bonuszugleistung, keine Bonusangriffe außerhalb der Runde. Das ist sehr praktisch. Jetzt können wir auch auf sie draufspringen hier und den allen Furcht geben. So, greifen wir sie auch mal direkt an hier. Ich würde mal sagen, wir schocken sie, damit die alle Schaden bekommen. Sehr gut. So, dann saugen wir mal ganz kurz an ihr. Auch wenn wir uns nicht heilen können, macht das trotzdem guten Damage. Und Malak ist ja trotzdem ziemlich zäh. Jetzt greifen wir den hier an. Der hier hat ja Furcht. Also greifen wir den Held des Widerstandes Finn an, saugen nochmal an ihm. Jetzt können wir uns heilen, weil Ray erledigt ist. Das heißt, wir haben diese Heilungsresistenz nicht mehr. Das ist sehr praktisch. Und von jetzt an sind wir praktisch unbesiegbar. Aber es geht ja nicht darum, das zu schaffen. Ne? Es geht ja darum, das so zu schaffen. Also, dass wir das schaffen, ist gar keine Frage. Ne? Das Schwierigste hier an dem Ding ist ja, das so zu schaffen, dass man keine Einheiten verliert. Ne? Dass man die vollen Punkte bekommt. Normalerweise sage ich aber, wenn man jetzt nur mit 2 Sternen durchkommt statt 3, den Kampf zu wiederholen, lohnt sich nicht. Außer man will wirklich die maximalen Sterne holen. Aber da ich sowieso nicht am Ende hundertprozentig durchkomme, noch nicht, glaube ich, irgendwie so, ne, wisst ihr, muss das nicht unbedingt sein. So. Okay, pass auf. Wir haben jetzt, wir machen noch diesen Kampf hier. Dann haben wir keine Energie mehr und dann beende ich die Episode. Dann geht die auch lang genug und ich gehe hier fast ein vor lauter Hitze. Dann gucken wir jetzt mal an, wie wir mit den Erfolgen dastehen. Aber es gibt auf jeden Fall die nächste Episode dann am nächsten Tag. Also ich mache es wieder täglich oder alle 1-2 Tage wie immer, ne, Episoden. So, wir wollen sie zuerst loswerden hier am besten. Mara Jade, allerdings hat sie gerade Furcht, das heißt, ich greife sie gerade nicht an. Das heißt, der nächste, den wir loswerden wollen, ist Vader, glaube ich. Also greifen wir den mal an hier. So, Malak bitte auf Vader, sehr gut. Wir springen mal auf sie hier drauf. So, die sind doch ganz schön zäh. Machen nochmal hier mehr Furcht auf alle. Und komm, wir schwächen die mal hier. Super, so. Ich glaube, wir sollten echt Mara Jade zuerst loswerden. Oder Mara Jade oder Vader sind eigentlich die gefährlichsten hier. Ich würde mal sagen, wir machen Vader zuerst. Schmeißen mal Stöckchen, weil das guten Damage anrichtet hier. Gegen Vader sieht das alles nach nichts aus. Barriss ist natürlich auch gefährlich, weil die Debuffs wegmacht. Sind alle ziemlich nervig, muss ich sagen. Greifen wir hier Barriss an. Aber ich würde eigentlich gerne Vader zuerst killen. Ich glaube, um die anderen mache ich mir am wenigsten Sorgen. Auch wenn sie uns die Debuffs wegnimmt, aber die zu killen dauert ewig. Und sie kann auch noch wiederbeleben, fällt mir gerade ein. Wann sehen wir schon mal eine Visas Ma? Ich glaube, wir werden Anführer brauchen, Freunde. Wir greifen mal Visas Ma am besten zuerst an. Und ich hätte vielleicht sogar einen zweiten Tank gebrauchen können. Ja, ich brauche tatsächlich einen zweiten Tank. Okay, komm, wir gehen nochmal raus hier.
Vader ist gar nicht so gefährlich. Wir müssen halt aufpassen, dass die nicht wiederbeleben können und zum Kram. Ich habe keine Energie mehr. Okay, pass auf. Nächstes Mal machen wir hier weiter, ja. Diese Erfolge, die sehen nicht ganz so gut aus. Zielerfassung ist easy peasy. Inquisition kann ich nicht machen. Verteidigungswert erhöhen, das werden wir auf jeden Fall hinkriegen. Mit Jedi und zum Kram, das ist auch ziemlich einfach. Lösegeld können wir erst einmal nicht machen. Fände ich aber ziemlich cool. Ich will unbedingt Hondo auch weiter ausbauen. Dann gehen wir hier raus, gucken uns mal die Event-Erfolge hier an. Die laufen aber gut, ne? Hier C3P und R2D zu im Trupp. Die werden sowieso noch öfter die Rebellen einsetzen. Ohne Anführer am Slot gewinnen, das kriegen wir auch relativ gut hin. Da sollte ich ein bisschen aktiver daran arbeiten, damit ich es abgeschlossen habe, bevor wir in den höheren Sektoren sind. Vielleicht Sektor 2 ohne Anführer geht doch, aber Sektor 3 ohne Anführer wird schon viel schwieriger. Das hier geht sowieso ziemlich einfach. Sith und Separatisten wird sowieso etwas sein, was halt von ganz alleine passiert. Und auch dröhnende Stimme wird auch etwas sein, was dann von ganz alleine passiert, wenn wir das Ding hier abgeschlossen haben, ne? Okay, Freunde, ich bedanke mich ganz, ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Vielen, vielen lieben Dank für eure Geduld und außerdem noch mal ein ganz besonderes Dankeschön an die neue Gilde, in der ich jetzt hier drin bin, die gute German Power. Also vielen lieben Dank für die Aufnahme und hoffentlich, Freunde, bis weitere Videos. Möge die Macht mit euch sein.